Hey Leute, mit Su dem Scharfsinnigen sind wir zusammen mit Zeng dem Mönch hinter Gao dem Geringeren her, um Morgenstern die Liebliche zu befreien. Und ich hoffe mal, dass das stimmt, dass der Gao die Morgenstern gekidnappt hat, weil wenn nicht, dann schauen wir ganz schön dumm aus der Wäsche. So, 12. Part von Let's Play Jade Empire Special Edition. Und wenn ich mich richtig entsinne, hieß es im letzten Part, der Gao wurde gesehen, wie er gen Norden geht. Also ging er auch mal nach Norden. Offenbar haben die Soldaten die Banditen, die hier normalerweise sind, vertrieben. Ob das eine Verbesserung ist, wage ich zu bezweifeln. Ich auch. Kann ich mit dir eigentlich reden, Su? Wenn eure Freundin in Gefahr ist, sollten wir keine Zeit mit Reden verschwenden. Das ist gut, du hast ja recht. Okay. Ganz langsam, da ist eine komische Fahne und ein komisches Haus. Mitten in den Sümpfen. Und das sind dieser elende Leute. Sumpf. Ich habe keine Lust, ihn nach Banditen zu durchkämmen, bloß damit er irgendein Bauernmädel zu fassen kriegt. Ich würde das Schilf lieber aus der Luft abfackeln. Okay, Junge. Bisschen drastisch, aber okay. Ich mach mal kurz ein bisschen Heilung. So. Seht, da schleichen sich noch mehr Banditen ins Lager. Greift sie euch! Ah, ey. Ich weiß immer nicht, wie ich das drehen soll, Junge. Das mit der Kamera. Jetzt schauen wir mal dem Zoom ein bisschen zu. Jawohl. Was wer? Nein, wartet. Ich will nicht noch mehr Ärger. Okay. Ihr habt keine Auswahlmöglichkeiten, mein Freund. Gut, dann sagt mir einfach, was ich wissen möchte. Ja, das kann ich tun. Was immer ihr wollt. Wo ist Morgenstern? Wer? Die Frau? Sie hat sich aus dem Sack befreit und ist in die Höhle gerannt. Draußen bei uns wäre sie sicherer gewesen. Da drin gibt es Krötendämone und Oger. Sie haben um das Vorrecht in dieser Höhle gekämpft und sind deshalb sehr übel gelaunt. Wer sich da hineinwagt, läuft ihnen geradewegs zwischen die Fänge. Wir haben uns geweigert, sie zu verfolgen, also ist Gao allein gegangen. Warum hat er Morgenstern entführt? Ja, also wir haben unsere Vermutung. Oh, da ist im Hintergrund eine Flugmaschine, kann das sein? Sieht zumindest so aus. Warum hat er Morgenstern entführt? Das weiß ich nicht. Er sagte nur, dass es sehr wichtig wäre, sie heute Nacht zu haben. Deswegen hat er auch ein paar Gruppen von uns mitgebracht. Wir haben sie nicht entführt, das haben wir Gao selbst tun lassen. Ich weiß, wir hätten uns nicht von ihm da reinziehen lassen sollen, aber er hat unseren Sold verdoppelt. Es war doch nur eine Frau, verglichen mit anderen Dingen. Naja, ich möchte mal sagen, das war nicht das Schlimmste, was Gao in letzter Zeit gemacht hat. Nee. Es ist also alles Gaos Schuld, wie bequem, aber ich glaube euch nicht. Ja, aber was meint ihr damit? Was heißt, er hat noch Schlimmeres gemacht? Und warum will er sie unbedingt diese Nacht haben? Schaut, das ist alles, was ich euch sagen kann. Lasst mich einfach gehen, ich werde euch auch keinen Ärger mehr machen. Wenn ich zu Gaos Vater zurückkehre, werde ich als Versager getötet. Eine angemessene Bestrafung. Einige Dinge macht Gao doch richtig. Bei meinem Großvater, ich werde euch auch nicht mehr in die Quere kommen, ich schwör's. Das kann ich nicht riskieren, ihr werdet nirgendwo gehen. Verschwindet von hier, ich folge Gao in die Höhle. Ihr seid viel zu großzügig mit eurer Gnade. Danke. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Heiligenschein. So. Okay, das hat unsere Lebensenergie wieder aufgepimpt. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Das ist ja mal... Sieht aus wie ein... Kombination aus altem Propellerflugzeug und Leonardo da Vinci Entwurf.
So, jetzt müssen wir aber natürlich mal diese Höhle finden. Okay, da kann man nichts machen. Hier muss man hin. Hallo Äffchen. Wo ist denn diese Höhle jetzt? Hallo? Ah, von da sind wir gekommen, oder? Nee, von da sind wir gekommen. Boah, bin verwirrt. Geht's hier lang? Hallo? Was ist das? Noch mehr Banditen? Aber sie kommen ja aus dem Lager. Sie haben uns überrannt. Das ist Gauss Schuld. Schnappt sie! Hallo? Okay. Aber sie kommen aus dem Lager. Ist das ein Alternativweg, wo wir ins Lager hätten können? Sieht so aus. Okay. Ich gehe mal kurz auf die... Pause. Auf die große Karte. Ja. Okay, wir sind also im Kreis gelaufen. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ganz schleunigst. Dann würde ich sagen, es ist natürlich der einzige Weg, den wir nicht gegangen sind. Da werden wir hoffentlich Morgenstern finden, nämlich hier irgendwo nördlich. Weiter nördlich. Oh, was ist das? Halt, was ist das? Ja, Kriegerjuwel, das Schicksal zum Schließen, Angriffstaste drücken. Aha. Hier geht's wohl lang. Da ist die Höhle. Ah, okay. Bevor wir die Höhle betreten. So. Halt. Schwaches Juwel der Intuition. Gesundheits-Power-Ups zu finden. Schauen. Es gibt einen Teil seiner körperlichen Fähigkeiten. Für die Chance auf, dass das Schicksal ihm den Kampf gewogen ist, manche kriegen, ist ein frischer Schub während des Kampfes lieber als ein mächtiger Eröffnungsschlag. Nö, passt schon. Sumpfhöhle. Schaut mal. Was war denn das für ein Bild? Trippel, trippel. Oh oh. Wenn ich euch in die Finger bekomme, Weib, werdet ihr das bereuen. Immer ist ein anderer Schuldgau, nicht wahr? Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Oder habe ich euch etwa gezwungen, mich zu entführen? Eure Freundin treibt Gau in den Wahnsinn. Das lässt ihn leichtfertig werden, was euch wiederum einen Vorteil verschafft. Es bedeutet aber auch, dass wir ihnen auf einem anderen Weg folgen müssen. Vorsicht! Damit beschert ihr uns neue Feinde. In diesen Höhlen leben seltsame Wesen. Und Gau hat gerade eins davon getötet. Geht ihnen mal aus dem Weg, auch wenn ich jetzt mitten auf ihr... Springender Tiger! Oh no. So, greifst du auch mal an? Ah, Mist hier. Jawohl. Uff. Bisschen Heilung. Okay. Ja. Also springen, so springen kann er nicht. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte bloß den anderen hier aus dem Weg gehen. Bis heute hatte ich nie einen Grund, diese Höhlen zu betreten. Gau wird mir für diese Unannehmlichkeit bezahlen. Mhm. Du, ich will echt nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nee, ich will aber nicht kämpfen. Wir sind vergiftet. Stil
erlernt Krötendämon zum Schließen an durch das Drücken. Okay. Wenn eure Freundin in Gefahr... Ja, sollten wir keine Zeit verschwenden, schon klar. Da ist sie, Morgenstern, und Gau. Ich warne euch, Morgenstern. Ihr habt mich so in Rage gebracht. Langsam geht meine Geduld zu Ende. Nein! Nein! Nicht ihr. Jeder andere, nur nicht ihr. Was habt ihr hier zu suchen? Ja, dreimal darfst du raten. Ich jage einem Trottel hinterher. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr damit davonkommen würdet? Ihr habt mir etwas sehr Wichtiges aus meinem Leben geraubt. Ich werde euch überall hin gefolgt. Ich muss meine Zeit mit einem Handlangerdienst vergeuden. Und das alles nur euretwegen. Nein, das erste natürlich. Wobei das... Na, ich würde mal sagen, das hier. Seht ihr, Gau? Das sind wahre Treue und Pflichtgefühl. Wisst ihr überhaupt, was diese Worte bedeuten? Ich weiß mehr, als ihr glaubt. Ich habe euch einen Gefallen getan, aber ihr seid einfach zu dumm, das zu begreifen. Mich zu entführen war also ein Gefallen? Ihr habt eine seltsame Vorstellung, womit man eine Frau beeindrucken kann. Narren, ohne mich wärt ihr jetzt tot. Euch wurde alles genommen. Dafür hat mein Vater gesorgt. Oh oh. Wovon redet ihr da, Gau? Ihr werdet schon sehen. Der Tod aus den Wolken wird kommen und euren Meister aus seinem Versteck scheuchen, auf das alle seinen wahren Namen erfahren. Das Einzige, was ich retten wollte, war Morgenstern. Und was bekomme ich als Dank dafür? Nichts. Na schön, ich würde euch einfach alle töten und vergessen, dass dieses jämmerliche kleine Dorf je existiert hat. Ihr habt keine Lust mehr, euer Geschwätz anzuhören, Gau. Was habt ihr nur getan, Gau? Ihr werdet sehen. Ihr habt bereits verloren. Egal, was hier geschieht, ihr werdet schon sehen. Dafür sorge ich. Ich will nicht noch einmal gegen euch kämpfen, Gau. Dann bringen wir es hinter uns, Gau. Nur ihr und ich. Ihr konntet mich allein schon nicht besiegen. Und nun steht ja noch Morgenstern an meiner Seite. Ihr konntet mich schon allein nicht im Kampf besiegen. Und nun habe ich mit Zu sogar noch einen Verbündeten an meiner Seite. Ich will nicht noch einmal gegen euch kämpfen, Gau. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ich werde euch nicht einfach gehen lassen. Dieses Mal nicht. Soll ich die beiden mal versuchen? Ach nein, das müssen wir natürlich machen, ist doch klar. Sehr gut. Und Meister Lee kann mir jetzt nicht vorschreiben, wie ich kämpfen soll. Ich werde rechtzeitig mit euch fertig sein, um mir den roten Himmel über eurem Dorf anzusehen. Verlangsamt. So, Gau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Das war's, Gau. Danke, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich weiß nicht, wieso Gau gedacht hat, er würde damit davonkommen. Er musste wissen, dass jemand aus dem Dorf nach mir suchen würde. Und ich dachte mir schon, dass ihr es sein würdet. Ich würde nicht zulassen, dass euch etwas passiert, Morgenstern. Ich hätte das gleich für jeden anderen Schüler getan. Ja, die lästigen Pflichten bürden Meister Lee immer mir auf. Ich danke euch. Unsere Freundschaft war immer eine Quelle der Kraft für mich. Vielleicht hat Gau das so eifersüchtig gemacht. Ich weiß es nicht. Und wer ist das? Ich sollte eurem neuen Bekannten wohl auch für seine Hilfe danken.
Su, der Scharfsinnige. Ihr schuldet mir nichts. Ich habe eurem jungen Freund nur durch den Sumpf geholfen. Su, der Scharfsinnige. Nun, ich bin euch dankbar. Ich weiß nicht, was Gau damit meinte, als er sagte, er würde mir einen Gefallen tun. Was könnte gut daran sein, mich hierher zu schleppen? Er hat auf unsere wahren Vorstellungen. Betrachtet das nicht weiter. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir sollten zum Dorf zurückkehren. Leere Drohungen. Soll er mit den Würmern streiten? Nein, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir sollten zum Dorf zurückkehren. Einverstanden. Meister Li sollte wissen, dass wir beide in Sicherheit sind. Schade, dass es so kommen musste. Er hat sich so bemüht, auf Gau Einfluss zu nehmen. Gau schien immer nur bitterer zu werden. Er wusste nicht viel mit Disziplin anzufangen. Es ist wirklich schade. Es ist sogar tragisch. Morgenstand, geht zurück zum Eingang. Su und ich werden den Rest der Höhle freiräumen. Su begibt euch zum Eingang. Morgenstern und ich werden den Rest der Höhle freiräumen. Lasst uns alle von hier verschwinden. Wir müssen zurück. Ich sage mal das hier. Ich werde bei Gaus Fluggerät warten. Jetzt kann er nichts mehr dagegen machen. Alles klar. Die Kunst der Überredung. Aha. Okay. Weil ich will da hier natürlich schauen, was man hier alles einsammeln kann. Und hier haben wir noch einen. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Geist der Viper. Falle ausgelöst, ausgewichen. Oh. Ein hoher Fokuswert erhöht eure Chancen, Fallen auszuweichen, Schaden zu entgehen. Ah, so läuft das. Okay. Viperauge. Oh. Viperauge. Einer der drei Meditationsgrundsätze, die benötigt werden, um die physischen Anforderungen der Ausbildung im Viper-Kampfstil zu überstehen. Der Anwärter muss alle drei besitzen und studieren, bevor er sicher versuchen kann, diese Kunst, die keine Fehler gestattet, zu erlernen. Der Viper-Stil korrumpiert das Chi des Benutzers, um einen Gifteffekt beim Gegner zu bewirken. Wenn der Stil aber falsch angewendet wird, ist er sehr gefährlich für den Angreifer. Der Anwärter muss üben, um Nervenknoten anstatt Aufschlagstellen zu sehen. Gestählte Muskeln können der vergifteten Energie widerstehen und diese reflektieren, sodass Unausgebildete möglicherweise mit einer Unausgewogenheit konfrontiert werden, die tödlich sein kann. Aha. Entschuldigung. Alles klar. Ja, das mit dem Freiräumen ist natürlich jetzt nicht so ernst zu nehmen. Wir schauen, dass wir hier wieder rauskommen. Ich will ja nicht unnötig hier irgendwelche Leutchen bekämpfen. Momentchen, hier ist ein Skelett. Geld, aha. Einfach nur profan Geld. So, ihr, ich lasse euch mal in Ruhe. Und wir verschwinden, Morgenstern. Morgenstern, kommst du? Aha, wird gespeichert. Gut. Sumpf. Hallo, Su. Was ist mit Gaus Leuten geschehen? Ich dachte, sie hätten sich von ihm abgewandt, aber wie es aussieht, musstet ihr gegen sie alle kämpfen. Mir war nicht klar, dass ihr ein solches Risiko eingegangen seid, um zu mir zu gelangen. Danke. Ich wollte nicht gegen sie alle kämpfen, aber mir blieb keine Wahl. Sie haben ihren Weg gewählt, ich habe ihn nur zufällig gekreuzt. Ich habe es genossen, es war real, nicht wie diese verhaltenen Übungskämpfe in der Schule. Ich wollte nicht gegen sie alle kämpfen, aber mir blieb keine Wahl. Ich habe gehört, wie Gau ihnen zugerufen hat, alle Banditen zu töten, die sich nähern. Sie haben wohl keine Fragen gestellt. Seine Söldner schienen es allerdings nicht eilig zu haben, mir in die Höhle zu folgen. Offenbar haben sie ihm nur widerwillig gehorcht. Vielleicht waren es Leute seines Vaters. Ich kann nicht... Halt! Habt ihr auch etwas gehört? Es waren so viele. Woher kamen sie? Ihr solltet euch lieber darum sorgen, wohin sie unterwegs sind.
Ihr mögt Gau den Geringen besiegt haben, aber wie es scheint, hat er Dinge in Bewegung gesetzt, die auch durch seinen Tod nicht aufzuhalten sind. Was meint ihr? Diese Maschinen haben Waffen. Sie werfen Fässer ab, die beim Aufprall explodieren. Und auch am Boden werden Soldaten sein. War es das, was Gau meinte? Er hat irgendetwas davon gesagt, dass der Tod für Meister Li von oben kommen wird. Ja, ich fürchte, Morgenstern, jetzt hast du es auch kapiert. War das alles nur Ablenkung, um mich aus dem Dorf zu bekommen? Er hat euch entführt, damit der Angriff euch nicht trifft. Das spielt keine Rolle. Wir müssen zurück. Die Schüler, alle werden unsere Hilfe brauchen. Geht lieber fort, Morgenstern. Ihr würdet nicht rechtzeitig dort sein. Es ist besser, die Augen abzuwenden, als etwas zerstört zu sehen, an dem einem liegt. Erspart euch den Schmerz. Ich werde nicht vor dem Kampf davonlaufen. Wir müssen es versuchen. Es muss einen Weg geben. Das ist wohl eure Lösung für alles. Einfach weggehen. Eins von den beiden. Wir müssen es versuchen. Es muss einen Weg geben. Diese Maschine von Gau. Wisst ihr, wie man sie in Gang setzt? Könntet ihr sie fliegen? Ich bezweifle, dass es mehr als eine Person im Kaiserreich gibt, die diese Maschine versteht. Sie ist eine verblüffende Kombination aus Magie und Handwerkskunst. Ich muss nur wissen, ob wir sie sicher lenken können. Kommt zur Sache. Wie wird sie funktionieren oder nicht? Woher wisst ihr so viel darüber? Zu dritt könnten wir es schaffen. Ich habe gehört, dass sie leicht zu steuern sind. Also wisst ihr es nicht genau. Wenn euch wirklich daran läge, wie sicher diese Maschine ist, würdet ihr sie nicht mitten in einen Schwarm von Gegnern fliegen? Was für eine Garantie wollt ihr? An etwas, das den Zügeln eines Ochsengeschirrs ähnelt, ist ein Griff befestigt. Ihr bewegt ihn nach links und rechts, vorne und hinten. Damit sollte die Maschine recht sanft durch die Luft schwimmen. Es ist also wie einen schwimmenden Ochsen zu fliegen. Das hilft wirklich. Na schön, wir müssen wohl auf das Beste hoffen. Werdet ihr mitkommen und uns helfen, Su? Ihr scheint ein gutes Herz zu haben. Wenn ihr wirklich zurückkehren wollt, werde ich euch begleiten. Ich habe bereits mehr getan, als ich eigentlich wollte, aber ich konnte dem nicht ewig aus dem Wege gehen. Ihr seid ein interessanter Mensch, Su. In euren Augen liegt eine große Traurigkeit, die mir seltsam vertraut ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe versucht zu verstehen, was ihn bedrückt, aber er wollte das nicht. Wir verschwenden Zeit. Wenn wir gehen wollen, lasst uns gehen. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Wir werden ein andermal darüber sprechen. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät.